Once upon a time, many moons ago, there was a beautiful intoner and an elderly man. The intoner's only love in life was making dolls. She loved it so, 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 so very much. It was an odd obsession, to be sure. One the elderly man would often worry about if the mood struck him. Uh-oh. Looks like your surface is getting a bit rough. You certainly have a way of losing yourself in your dolls, my lady. Such a pity. I can have any woman I desire thanks to my mighty member. And yet you are the only one who can push me over the white cliffs of joy. In this thick and turgid world, you, Lady Three, stand boldly above them. Just once, I wish my lady would open her pleasure barn to me while her dolls were watching. With my body, soul, and technique, I know I would satisfy her as no man ever could. You simply cannot compare some splintered puppet to the majesty of old Octa. Okay. Oh, my charming little dolls. Good heavens! What are we going to do with you, Lady Three? I stopped keeping tabs on you for just 1 minute. And now you've gone and scared up this horde of little monsters. Octa, you're all shriveled up for a change. Can I slice it off and dissect it? I'd prefer you didn't, my lady. If I might change the subject. May I ask who we'll be rumbling with this time around? Yeah, in battle, that is, not the other kind of rumbling. My soldiers. The troops I made for one. They've been very bad. Ho-ho! So you're planning to go forth and dispatch the very monsters you conjured up? A wise and magnanimous gesture, my lady. If my sister wills it. Okay. Ich bin mal gespannt, wie sich spielt. I had no idea you were also meddling with ogres, my lady. It's a sight that would take anyone's breath away. Demons don't take kindly to people, but a few little tweaks, and I can mess with them all I want. I don't see how an ogre can bring much enjoyment, no matter how tweaked. Oh, Kisten. Hier hoch? Nee. Irgendeins von den Dingern muss ja erreichbar sein. Ah, da ist es. Ich und Plattformen. Naja. Ja, das war zu früh. Ja, das ging gerade nicht. War fast zu viel. Oder ist ja keiner gewesen, hoffe ich. Gar nicht.
Da war noch eine irgendwo. Doch, da oben. Da ist schon wieder runter. So. Gleich als allererstes bei der so ein Jumping Puzzle. So, jetzt haben wir zwei. Wo ist die dritte? Ist die hier auch im Raum? Hoffentlich nicht. Wäre nämlich ein bisschen fies, wenn die anderen beiden offensichtlich sind, das Ding nicht. Ne, das ist eine normale Kiste, oder? Ja, weil so ein... genau deswegen nämlich. Diese Map, ey. Waren echt nur die Kisten? Nee, doch nicht. Wollte gerade sagen. Ich wäre ein bisschen... Don't be such a worrywart, would you? Ah, yes. A thousand pardons, lady. Fühlt sich ein bisschen ungewohnt, die Frau. Vor allem jetzt Special ist ein bisschen komisch. Would defy their master and creator. You might say we've got some control issues here, Lady Three. Yes, they're defective. I kind of forgot I left them in the Cathedral City. Oh, how distressful! We must dispose of them. All of them. Sadly, like a picked flower. Cruel. So, ein wenig Heilung, aber die ist auch erst Level 1. Man muss sich echt erst an den Charakter gewöhnen, das ist wirklich ein bisschen anders als die anderen beiden bisher. Excess noise and the neural connections ended up slowing them. See, my goal was to make good, useful soldiers. To make powerful, beautiful, obedient soldiers. But I failed. My, you certainly become quite verbose when discussing your soldiers, Lady Three. So. Named Gugglefin. Quite a bit faster than those fellows before, I'd say. Yes,
double piece gifted. I made sure to learn from my mistakes with the Hugo brothers. I used metal in the neural transmitters to achieve greater accuracy and boost transmission speeds by approximately 45%. Making the metal thin enough was a bit of a challenge, not to mention implanting it into an ova. But I believe the results justified all my hard work. You really do love speaking upon the subject of dolls, Lady Three. Oh. Hm, die anderen beiden? Da sind die anderen beiden. Oh my! Now it's a pair of nimble soldiers. That's Keijo and Lockman. They were a gifted pair. Die fühlen sich halt echt komisch an beim Kämpfen. How's that, my lady? Well, I adjusted the connection between their brains and I'm not sure I'd classify attacking one's allies as evolved. Noch ein Ogre. Untote Ogre. Excremento Oriva. Just the children I wanted to meet. See? Look at them. Look at them. Their nimble movements, their life in their underground bodies, the way they make decisions based on experience and knowledge. It's fantastic. They were a wonderful perfect success. Like finding pearls in the forest. Are my soldiers not the very best of the best? Yes, my lady. Yes, of course. But think you're trying to calm down, if you would. There is one thing I am curious about, my lady. What is? The names of these beasts. What do they mean? They're Spanish for excrement and urine. Huh? They're Spanish for excrement and urine. Beautiful. Das war tatsächlich. Ja, Ladezeiten. Also eine SSD wäre auch teuer. My border guard and unit got word today that the Lord is dead. It's not a surprise. We all heard about how powerful these Intoners we are fighting are. Although our little frontier patrol hasn't had to meet one yet. Thank goodness. To be honest, none of us care that the Lord is gone. We're worried about where our next main meal will come from, of course, but to be honest, he was kind of an asshole. Hopefully our next Lord will be better. Wow. We'll be dealing with imps next, my lady. I must say, these battles are quite exhausting. I haven't been this placid in ages. Can I cut it off? No, no, it's fine. I'll be back at attention in no time. Now come, we have imps to dispatch.
Hat farblich ein bisschen was von Kork. Dies werden ja erst die Drehenden da. So, ich musste da so oder so hin. Deswegen sind auch die fiesen Drehenden da. Weil die sind für das extra Zeug. Wow! So viel Zeit hat man ja wirklich nicht. Okay, das könnte dauern. Ich meine, die, die ich nicht finde, sind halt immer diejenigen, die ich halt so nicht gesehen habe jetzt, ne? Wenn ich die halt schon sehe, dann versuche ich sie natürlich aufzuholen und dann das nicht klappt, ne? Und dann kann man immer noch auf Stream machen, aber so. Also ist natürlich erstmal zu kriegen, die Sachen. Guck mal sicher, ich bin nicht der beste Plattformer, das könnte ein paar Minuten dauern. Yes! Und es ist nur Money. Gut. Hier im Raum wird wahrscheinlich nichts mehr sein, aber ich liebe mal so ein bisschen näher ran, falls es außerhalb von irgendeinem Ladesichtbereich ist oder so. Ich kenne dieses Spiel. Das hat schon ein paar Kisten in der Art versteckt gehabt. Einfach ein bisschen weiter weg, wie das in der Säule zum Beispiel wäre. Da hinten zum Beispiel. Oder hier. Man das aus einem gewissen Sichtwinkel einfach nicht sieht. Na gut, das scheint hier jetzt nicht der Fall zu sein. Hätte ja sein können. Was mein erstes Mal geguckt hat. Kann immer noch sein, aber ich gucke jetzt nicht so dolle. Kann ich, wie gesagt, im Nachhinein nochmal nachschauen. Ist auch so ein Raum, wo das passieren kann. Also, hier ist die Wand, das heißt, dahinter wird nie eher sein. Sind da immer drei Kisten. Wenn eine da ist, sind noch zwei andere irgendwo. Aber ich glaube hier jetzt nicht so. Das war die. Nun gut. Wir haben mal nachgeschaut, ne? There's that strange message again. Imps can fly, you know, way up high, high in the sky. Sky high. I thought my forces needed an aerial component, you see. But calculating turbulence and dragon all that is tricky. Okay. It's hard to do. Mit diesen echt komisch zu bekämpfen. I certainly see why, my lady. Mathematics are not my strong suit either. Da noch Slowdowns dazu.
bin ja drüber hinweggesprungen. Okay, dann hat mir einfach die Schere gesprungen, weil ich keinen Sitz mehr hatte zu warten. Mixing the best of the worst to open up new horizons in military science. Ah, right. A failure then. Okay, das hat mich so viel gemacht. Dieses ist halt, dass man schon so schlecht treffen kann mit den Skiern. Da kommt dann so ein Mini-Viecher. Das Herz ist größer als der ganze Goblin. Ich meine Imp. Doch. Ich meine, sie scheint ja ein ganz lustiger Charakter zu sein mit ihrer verschrobenen Art, aber bis jetzt mag ich sie am wenigsten vor allem spielen. Ja. Such mir. This must be another brigade of your tiny soldiers. Yes, but they're a lot less durable than the previous set. Oh, that's disappointing. I tried to create lots and lots of them, but well, it's like the camel's hump, you know. What? The camel's hump. Big numbers don't cover weakness. I see. Your analogies are as difficult to understand as ever. Ach so, die spawnen alle erst noch. Mir scheint. Ich wollte gerade sagen, mir scheint, dass ich sie nicht treffen kann, wenn sie unten am Boden gleiten, aber da habe ich gerade einen aus Versehen getroffen. Ein bisschen nervig, die Viecher. Just
Das ist echt ein bisschen nervig, die kleinen Viecher. Ja. Immer so ein Stück von den Viechern entfernt, wenn ich ein bisschen näher dran bin. Ne? So, endlich. Und wahrscheinlich noch welche. Na klar. Oh, große! Geht doch. Große kann ich treffen. Like a rainbow over a waterfall. I needed stronger soldiers. So that's why I made them. They certainly are overwhelming. Indeed, but they're slow, too slow. A fatal weakness. I can't seem to get size, strength, and speed together in one package. You can't always have everything, I suppose. It's often difficult to find length, girth, and endurance in one package as well. Wieso rennt die eigentlich in die falsche Richtung, wenn ich da nach vorne rennen möchte? Das ist leicht irritierend. Ich glaube, ich guck mal nach Heilung. Für den Fall, dass nach dem nochmal eine Enhanced-Version von denen gibt. Manchmal bewegt sich ein bisschen komisch, glaube ich. Und das liegt nicht nur an mir. Vielleicht hat sie ja noch irgendwie so ein Animationsende auf irgendeine Art und Weise. Hier zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit nur in die Richtung vom Imp gezeigt, ne? Oder hat sie irgendwie nach links gelatscht? Oder irgendwie so ein Versorgungseffekt mit seinen Attacken oder was ist mit denen? I must say, my lady, schlägt einer die Hand einfach. All these monsters are beginning to exhaust me. Oh, I like them. Or I like making them anyway. Three ist anstrengend. Und da haben wir tatsächlich was verpasst, dabei so viel geguckt. Die ersten beiden haben wir verpasst. Müssen die ganz am Anfang sein, ne? Gut, das mache ich jetzt nicht am Stream weiter. What's this?
Da fällt mir aber ein. Noch mal ganz kurz was gucken gehen. Weil wegen, weil ich vorhin geguckt, war noch nicht so weit. Ohne Momento bin ich gleich wieder. Today we met our new lord. Well, lord isn't quite the word. I don't know what is, actually. It's complicated. We soldiers gathered in a clearing and our new lord? Lady Three came to us. We were all sweating bullets. She's younger than I expected and smaller and also cuter. Hard to imagine this girl leading us, but there it is. Most of the men were smitten with her immediately. And I was no exception. She's really quite lovely. Naja, wenn die wüssten, was auf uns zukommt. Oh, Drachen. Look, one told me to help you, and that's fine. But is it really necessary to work me to the bone like this? I am a dragon, you know. You think being an intoner makes you queen bee of the world or something? Are you even listening to me? Hello? That way. Go. Yeah, yeah, yeah. Don't worry, sweet cheeks. I got it. I'm going. Ungewöhnlich. What's with this brown bloodcraft? This island looks terrible. I bet it was so stupid. With nothing else on his mind besides eating and sleeping and screwing. I may not be a big fan of women, but I hate stupid men even more. My opinion is stupid as the Cerberus here. They're the worst. I made this child. Oh. Na gut, wenn es so ist wie die anderen Missionen, dann werden wir eh noch einen Haufen anderer Monster wie Cerberus jetzt hier kriegen. Da kämpft sich natürlich gleich sehr viel angenehmer. Als mit ihr alleine. Jetzt liegen die Köpfe rollen bei dem. Ein Sprung, rechts fliegt weg. Anderer Sprung, links fliegt weg. Thank you.
Oh. Ich hätte mir auch versucht, halt einen Wrestling-Servus zu machen. Okay, das ist so. Vergessen einzukaufen. Könnte unangenehm sein. My mission, my fate, my destiny. Never mind. Let's just wrap this up. Nice. You? Thank goodness that's it. Oh, wenn sie das schon sagt, dann wird nicht over sein. Okay. The Intoner was fascinated with the world's curiosities. And nothing was more curious than humans. So the Intoner asked the elderly man, "Why do people fight each other?" The man replied, "I don't know." Why do people move? Why do people think? Why do people live? Why? 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 The Intoner's questions continued on and on and on. To say Lady 3 is popular is an understatement. Soldiers are falling all over themselves to be her bodyguard, her valet, her whatever. The old vets don't much like it, but screw them. Hell, it's good to have a charismatic leader. It makes all of us fight that much harder. I would say though, Lady 3 is a bit odd. She takes our leftover food, saves beard and hair trimmings from the men,
and spends all day counting insects. Maybe she realizes such things make her all more appealing. Diesmal vergesse ich es nicht. Weil es hätte ungünstig sein können, wenn dann noch ein Fight gewesen wäre. On a little errand. Well, if you want me to be perfectly honest, I was off enjoying myself in the deep forest. Ah. I apologize for the delay. However, I reached my fever state a record 592 times. You counted. Keeping one's memory sharp is what helps maintain youth, after all. Well. Lady Three? Yes? A good hobby can add spice to anyone's life. However, if they aren't careful, it can also consume their life. Have you ever thought that perhaps you might spend a bit too much time on your doll-making activities? It's fun. And I have lots of things I want to research. Of course, my lady. I know how seriously you treat your work, both in the laboratory and between the sheets. That, you see, is why I can't help but worry. So, what say you set aside your crafts for a spell while we focus on removing a few stubborn clogs from the drain? No. One doesn't understand me. She's like a moon sinking slowly into a sea of blackness. Did something happen? One told me to dispatch the children I've been keeping in the Land of Seeds. Ah, so that's where your next set of failed experiments are hiding, hmm? Not failed. Gifted. They are gifted children. I don't want to break them. But if we let them live, my lady, who knows what would happen? I know. It's just... My poor lady. I think what you need is a quick game of hide the schnitzel in the moist. No. Alle Versuche abgelehnt. I don't want to go to the Land of Seas. I don't want to destroy my children. I know how you feel, my lady, but we must see this through to the end. It would be most unwise for us to begin questioning Lady One's orders, would it not? How frustrating. Now, now, don't be so gloomy. I shall engrave your wondrous masterpieces forever in my heart. Really? What color are the fireworks of hope? Why the strange riddles, my lady? Make sure you really do look closely and engrave them in your heart. Never forget it. That's our iridescent promise. Oh je. Das sieht spaßig aus. Ich esse ein fucking Labyrinth, ey. I see. Is this where you left your masterpieces, Lady Three? Yes. My masterpieces. The greatest work of my life. Yeah.
Ja, da sind wir schon. Wir erstmal, ob hier die Kiste irgendwas liegt. Aber scheint mir nicht so. Ich bin mal gespannt, was für ein Wesen jetzt Master ist. Oh boy. Work? These gigantes? I suppose they do have something of an elegant. Wieso rennt die in die falsche Richtung? These are normal children. A warm-up. I beg your pardon, my lady. These old eyes have seen better days. Of course, my third eye still sharp as attack. Ich denke hier schon wieder, ne? Wenn ich halt quasi Kick in die falsche Richtung laufe, ist das meistens der Fall, dass ich eigentlich genau richtig laufen wollte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich weiß gar nicht, warum die das macht. Vielleicht weil die Kamera sich so abrupt ändert oder irgendwas. Dass ich quasi schon richtig drehe, aber genau annimmt, dass ich in die andere Richtung gehe. Oh, und das sind tatsächlich noch Kisten. Ich denke, ja, dass wir immer erst die Kisten sammeln, oder? Bevor wir in das weiße Licht treten. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Wie gesagt, wir wollen ja erstmal gucken, dass wir nach Möglichkeit Kiste einsammeln, wenn wir eine finden sollten. Aber mir scheint, als ob ich nur eine gerade finden konnte. Dahinter ist auch keine, ne? Die jedenfalls keine. Ne, die komische Ausblenden bei ihr. Oh, andere Tiger. These gigantes seem a bit rotten. Did you make them as well? No. Think of these children as merely spare parts. They're the junk left over from my other one, like the bones of a half-eaten fish. I must say, I'm starting to feel a bit bad for them.
Schockwellen sind halt das Nervige an denen. Aber lassen sich durch ihre Größe natürlich viel leichter angreifen mit ihrer Attacke. So. Mehr Labyrinth. Immer schön nach Kisten gucken. Dann muss ich später weniger suchen. Level selbst gar keine Musik hat, ne? Sogar direkt eingefunden. Wie viel haben wir jetzt? 2 oder 3? Ich glaube 2, ne? Können wir jetzt nachgucken eigentlich? Ich glaube, ich habe 2, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe nicht nachgezählt. Das reicht ja, wenn ich einfach mal versuche, die Winkel nach anderen abzusuchen. Wenn noch ein da ist, wie hier zum Beispiel, da haben wir das ja wunderbar. Gute Plätze. Spannend, ich gucke mich nicht drauf. Hurra. Greater Gigante. What the actual fuck is happening? Something seems a tad different with these Gigantes. Yes, that's because I crossed them with humans. But, my lady, that... See, look at how they talk. A regular Gigas is totally incapable of speech. But crossing them with humans was hard because human minds and bodies are such fragile things. Once you scare a human, it's no longer useful. Just the sight of them makes them freeze up. So I had to make some magic to try and get the results I was looking for. First, I had to figure out a way to stop the scream, which took me. Then I had to clean up all the goo and junk, which took even longer. I had to work fast, you see, because time was pretty short. No, dear. But it didn't work. Simple melding of human and Gigas, I mean. Humans are far less durable than Gigantes, for that. That makes it hard to balance them out. We try.
I tried and tried. I killed lots of humans and gigantes along the way. It was the only way. I had so many beloved soldiers I wanted to build. 83. Oh. That attack only travels in a straight line. I recommend taking refuge in an alley at once. Hey, Pjotbox. How are you being? I don't like street. Oh. That's what we're going for. I don't need advertisement on my channel. Watch your back, my lady, lest you subject yourself to a pincer attack. But my research found the answer. Human strength is governed by emotion. Your research? Yes, my research. Research to create the perfect soldier. I decided I had to cross between a sordid emotion sense. Choice complete. Octa. Yes, my lady. What is most precious to you? The Intoner's hobby caused her to lay hands upon human beings. Once she crossed that line, nothing could stop her. The elderly man silently excused himself from the room. He chided himself for his impotence. As he mourned for his now broken Intoner. Oh, gold base and white base material. Das ist natürlich nett. Wir haben eine Waffe freigeschaltet.